ist es, einen Weg für den Versorgungskonvoi zu sichern. Okay, sollen wir. Kein Problem. Ja, und jetzt? Direkt Cutscene, Freunde. Diese Ranken zum Boden hinunter. Ich bin hier draußen ziemlich gut im Wurzeln und Felsenklettern geworden. Aber kein Vergleich zur Fährtenleserin. Die ist Profi im Freiklettern. Erstaunlich, dass sie die erste war, die die große Schlucht durchklettert hat. Spuren! Solche habe ich noch nie gesehen. Sie führen hier entlang. Quelle. Sieht schrecklich verführerisch aus, aber dann will ich da vermutlich nie wieder raus. Der Weg scheint blockiert zu sein. Wohl das Werk von demjenigen, der diese Spuren hinterlassen hat. Das ist komplett blockiert. Was hat das? Banbaro. Somit dürfen wir es wieder erledigen. Und wir machen es wieder solo. Weil wir einfach Kings sind. Aha. Interessant. Solange dieses Ding hier ist, ist der Konvoi nicht sicher. Hey, wo willst du hin, Bruder? Revierkampf mit wem? Oh, mit dem?
Wunderbar. Das Ding kann man sicher auch reiten, wa? Willst du mich komplett verdaddeln? Warum brüllst du so oft? Warum haut das Ding jetzt ab? Will der mich komplett daddeln, ne? Das soll ein Banbaro sein. Das ist eine Pussybaro. Nein. Fresse halten. Lass mich in Ruhe. Geh zu deinem Revierkampf mit Banbaro, Mann. Und lass mich in Frieden. Übrigens sind hier die neuen, ne, wie sagt man? Die neuen Felinen. Oder Feline. Komm her. Hahaha! Wildmonster reiten, wa? Hä? Warum? Na komm! Ich breche dir deine Hörner schon noch, ne? Also, keine Angst. Mhm. Okay. Kein Problem. Na, sehe ich ja nicht ein, Bruder. So haben wir nicht gewettet, ne? Also, nein. Nee, 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 nee. Hä? Wie ihr seht, meine Katze hat wieder ihr normales Outfit dann. Hab jetzt endlich wieder rausgefunden, wie der Scheiß funktioniert. Kann ich dir den Scheiß Schwanz abschlagen? Ich hab keine Ahnung. Böse. Banbaro Cortex und Banbaro Rückgrat. Ja, Mann. Und übrigens diese Wurg, die man für die eine Quest machen muss. Das ist der Bursche hier, ne? Also. Oh Gott, ich darf mir schon wieder so ein rohes Fleisch fressen. Oh. Nein. Nein. Jetzt habe ich da zwei rohe Fleischdinger hingelegt, ich Depp. Oh Gott, bin ich dumm. Komm,
Gönnen wir uns mal. Oh. Nein, 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 nein. Ich bin noch viel zu weit weg. Ich mach dir nicht mal was, ne? Darf ich mal? Ja, klar. Mhm. Und wo ist er hin? Da ist er hin. Okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Komm auf die Beine. Revierkampf wieder. Oder was ist das? Bruder. Also ich würde nicht gegen mich kämpfen, ne? Also... ich habe kein Call of Duty auf meiner Kiste, ne? Gerade nicht. Nee! Drecksack. Aber scheiße, ist der demoliert. Ja, ein Bambaro hat auch so keine Sonne gegen uns. Nee. Tut mir leid, Bruder, aber... Und der einzige Knochenhaufen ist übrigens da rechts eigentlich. Prinzipiell. Jetzt können wir kurz mal vorbeischneiden. Ja. Mir fehlt immer noch ein Knochen für den... einen Scheiß. Ja. Alter, verpiss dich. Ja. Ist es jetzt dein vollkommener Ernst, Bruder? Ich mach gegen dich nicht mal was. So. Geh weg, ey. Haha. Hä? Und bumm. Aufs Glöckchen. Ich zwar auch, aber ey. Ja, geil. Er wollte mich heilen und konnte nicht. Ah, gut, dann muss ich mich nicht heilen. Doch, muss ich trotzdem. Wie schnell kann der eigentlich drehen? Weißt du, ich hab dich unterschätzt, oder was? Ich kenn ganz genau deine Moves. Nur mit einem scheiß Großschwert kann ich da nicht passend agieren. Sorry, aber geht einfach nicht. Hm.
Ja. Und boom. Jetzt gibt's auf deine Nüsschen was. Also. Ja, das wird mir diesmal nicht gelingen. Oder doch? Und diesmal gibt's aufs Fressbrettchen, Bruder. Nein! Drecksack. Er ist fast down, der Bruder. Jetzt gehe ich ihm noch aufs Korn. Dein Ernst gerade? Ich habe ihn nicht ein einziges Mal getroffen. Was für ein Witz. Komm her, Bruder. Ja. Warum schon wieder so aggressiv? Komm. Oh, scheiße. Nicht meine Ausdauer, bitte. In diesem Gegner brauche ich Ausdauer. Nein. Sowas von gar nicht. Das war knapp. Hä? Wer kam jetzt das, Mann? Eine Nullbeere reinpfeifen. Dann, Nee. Bist du ein Stier oder so? Hat man dir zu viel Taurin gegeben oder so? Keine Ahnung. Jetzt gibt's aufs Fressbrettchen, Bruder. Aha. Okay, es reicht. Ich bin sauer. Ich bin sauer, Mann. Interessiert mich ein Scheiß, Bruder. Interessiert mich. Scheiß. So.
Tja. Das war's wohl, wa? Keine Sonne. Hat der Penner gesehen. Tja, also der Trotzmantel wird immer wie wichtiger, weil der Lebensmantel ja so genervt wurde. Wo ist jetzt der Pisser? Wollt ihr mich komplett verarschen? Aha. Er prügelt sich wieder mit dem Boy da unten. Kein Problem. Ich könnte ihn auch ganz einfach fangen, aber... Willst du mich verarschen, Bruder? Hier. Ja. Ihr habt gesehen, wie schnell er down war. Also, der Mantel. 6-mal ausweichen oder so und... ja, easy weg. Aber schade, kann ich dir deinen Schwanz oder deine Hörner nicht abschlagen. Das heißt, bei Kulbe geht das. Na komm. Komm. Hier liegen. Kackbratze. Na komm. Oh. Und bist du kleines Stück Scheiße? Gar kein Problem. Der Henker kommt und penetriert dich, Mann. Schwaches Dulli-Monster. Und dann kommst noch du, Spasti, oder was? Sonst noch irgendwelche Wünsche? Oh. Da humpelt der in sein Versteck zurück. In sein Nest. Und bekommt gleich sowas von auf die Fresse. Tja. Jetzt wird's lustig. Machen wir es auf die alte methodische Weise. Und ich hoffe, seine Hörner machen Buben. Ja, ich glaube, das sollte reichen.
Nein! Ja, vollkommen für den Arsch. Übrigens habe ich schon mein schweres Bogengewehr benutzt für eine Aufgabe da mit den Worgs. Ist unglaublich cool. Also man kann ja seine schwere Waffe nochmal aufladen, ne? Beste daran ist, also aufladen einfach, dass man so einen Spezialschuss hat. Der regeneriert sich schneller. Also man kann jetzt äußerst schnell wieder hintereinander draufballern. Wahrscheinlich wird es wieder korrigiert, weil man ist wirklich OP damit. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Hä? Ah, hier. Ja, weil ich will da schon alles mitnehmen, was ich kann. Ah, scheiße. So. Anbaro, 15 Punkte wieder. Wie schnell ist das Vieh? Mhm. Ah, jetzt wirst du wieder angreifen. Sag mal so, wenn ich noch einmal auf dich drauf komme, bist du tot. Aha. Ah, kannst du schon gar nichts mehr aufladen, oder was? Bist du schon so geschwächt? Danke. Was für ein Opfer. Aber das mit den Fässern war ultra fail. Bei dem sieht man es jetzt wieder, dass er kaputt ist. Bei Biotodos hast du es nicht gesehen. Der geht jetzt wieder liegen oder was? Ja, ich habe noch zwei kleine Fässer, aber diesmal hau ich direkt drauf. Können wir. Aber lass mich noch kurz looten, ne? Das soll ein Kampf-Ivan sein? Naja. Kann ich nicht bestätigen. Oh, und in seinem Bau gibt es auch noch einen Knochenhaufen. Okay. Gefrorener Knochen.
Interessant. Warum wir überhaupt weitermachen, liegt einfach daran, weil wir im Meisterrang sonst nicht aufsteigen und ich die andere Mission nicht machen kann. Was halt äußerst dumm ist. Ne? So. Ja, bin ich dumm? Hier. Easy. Also wir waren eigentlich zu keiner Zeit in einer echten Gefahr. Zumindest mit dem Palico hier. Peitsche. Also könnte man seinen scheiß Schwanz trotzdem abschlagen. Ich hab's noch nicht geschafft. Okay, gut zu wissen. Was? Meisterrang Safari ist denn jetzt verfügbar? Lieferung abgeschlossen, Millennium Pestwurzel, neue Zutat, Honigwein mit Schuss. Für einen Raum sind neue Einrichtungsgegenstände verfügbar. Der Galerie wurde eine neue Zwischensequenz hinzugefügt. Jo, kein Problem. Danke vielmal, würde ich mal sagen. Easy. Ich frage mich, wann ich auf Narakuga treffe. Eigentlich ist es so gar nicht sein Gebiet. Ich weiß, dass man ihn später im uralten Wald trifft, aber ich wünsche mir, dass er hier irgendwie eingeführt wird. Dass es vielleicht ein Stückchen grüne Erde hier trotzdem gibt, wo er dann haust und so. Dass er sein Gebiet eifrig verteidigt und fertig. Das wäre mir schon, ne? Alles, was ich möchte. Aber das ist halt nicht wahrscheinlich im Möglichen. Okay, leg das dort ab. Und da kommt unsere Karawane und so. Easy. Was ist damit? Ah, darüber. Okay. Cool. Endlich sind wir wieder beliebt. Geht gut voran. Hey. Hab gehört, ihr habt einiges durchgemacht. Na klar. Wie ist es gelaufen? Gut. Hervorragend wie immer. Jetzt können wir mit unserer Untersuchung beginnen. Ja. Kaum zu glauben, dass dieser eiskalte Ort die ganze Zeit auf uns gewartet hat. Wer weiß, welche Geheimnisse dieses Land für uns auf Lager hat. Ja. Ob wir es wollen oder nicht, wir finden es raus. Ich freue mich auf Elkana. Und dann, ich kehre nach Astera zurück. Ernsthaft? Jemand muss über Astera wachen. Ich dachte mir also, diesmal übernimmst du die Führung. Oh. Ich? Komm schon. Das ist nichts für mich. Solange du hier bist, ist alles in Ordnung, oder? Außerdem wird niemand zum Kommandanten, weil es ihm jemand befiehlt. Vielleicht. Aber dieser Ort braucht einen starken Anführer. Die brauchen dich hier, damit du sie führst. Jawohl. Nice. Dich brauchen wir auch. Mich braucht ihr sowieso. Sonst läuft der Kahn nicht. Also. Geil. Also gut, lasst uns loslegen. Wir haben hier in Siliana eine volle Hütte. Und unsere Legianer-Untersuchung ist in vollem Gange. Bevor wir also vorschnell handeln, sollten wir vielleicht von unseren neuesten Mitgliedern hören. Zuerst das Versorgungslager. Unser neuer Amtsverweser hier wird sich um diese Aufgabe in Siliana kümmern. Was du auch brauchst. Ich hab's. Aha. Und wer was verschmelzen möchte, dem hilft Omi hier aus. Schau jederzeit vorbei, um zu sehen, was brodelt. Aha. Des Kapitäns bester Seemann hier wird die Lieferung der Agosi verwalten und sich um die Ernte für die botanische Forschungszentrale kümmern. Ja, gleich für beides. Komm jederzeit bei mir vorbei. Und zu guter Letzt unsere Köchin. Wir haben die Beste der Besten für unsere Kantine in Siliana gewinnen können. Wie einige von euch wissen, sie ist die Ausbilderin unseres Kochs in Astera und hat ihren Ruhestand unterbrochen, um uns zu helfen. Nice. Ich konnte nicht einfach rumsetzen und zusehen, wie ihr euch erkältet. Ich sorge dafür, dass euch
euer Bauch, was ich sorge dafür, dass euer Bauch voll und euch warm ist. Ich übernehme die Leitung der Ressourcenzentrale, wie immer. Auf mich kann man weiterhin für Jagdausrüstung zählen. Und man glaubt's kaum. Der Chefökologe hat's auch hierher geschafft. Schau nicht so überrascht. Du weißt, dass ich für die hehre Suche nach Wissen überall hingehen würde. Und mich gibt es auch noch. Meine Aufgabe ist die Sicherheit von allen. Ihr könnt euch entspannen, wenn ich aufpasse. Da wir jetzt alle Freundlichkeiten ausgetauscht haben, kümmern wir uns um unsere Aufgabe. Wir müssen herausfinden, warum die Legianer hierher gezogen sind. Und um das zu tun, müssen wir diese Legianer finden. Als erstes möchte ich das Feldteam zu einer Expedition in ein Gebiet schicken, das wir jetzt Raureifweite nennen. Vielleicht findet ihr etwas über die Legianer-Wanderung heraus, indem ihr Spuren folgt, die sie möglicherweise hinterlassen haben. Vergesst nicht, dass es sich dabei um unentdecktes Neuland handelt. Seid da draußen bloß nicht übermütig. Verstanden. Wir brechen umgehend zur Expedition auf. Ich überlege noch, aber da draußen gibt es ziemlich viel, das ich mit eigenen Augen sehen muss. Alles klar. Denkt nur daran, mir regelmäßig Statusmeldungen zu schicken. Interessant. Dann sind wir hier wohl fertig. Nun, lasst uns loslegen, würde ich sagen. Hast du schon mal gesagt und dann kam noch einiges mehr. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Weiter auf und finden wir die Spuren dieser Legianer. Machen wir. Aber erst im nächsten Part. Tüdelü.